Ja, und die Stimme ist sehr komisch und ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren. Na, das stimmt noch nicht ganz. Oh, aber mal gucken, wie die Ausgangsstellung dann so ist. Jetzt bleibt das Auge in der Ecke offen. Ja, ich weiß, ich stelle mich wahrscheinlich auch ein bisschen doof an gerade. Gut, das haben wir jetzt. Und flop. Und wieder Erfahrungspunkte. Wir sollten dann aber die Krypten zerstören, für den Fall, dass die Lichtle wieder angehen. Ja, gut. Oh, noch ein Herzzuckerbogen. Eine Luftmünze, ein paar Zauberdiamant. Was hast du zu sagen? Der Steinerkopf ist im Innen hohl. Aus einem Schacht der die Tiefe führt, dringt ein in regelmäßig Abständen unterbrochener Luftstrom aus dem Mund. Die im Mundraum des Steinkopfes wirbelnde Luft erzeugt ein seltsames Rauschen. Im Inneren des Mundraums liegt eine Zunge, die vom Luftstrom bewegt wird. Dem Rauschen des Luftstroms lauschen. Na, Okay. dein Tod ist gewiss. Steinzunge rausnehmen. Habe eine Steinzunge, yay. Noch eine Luftmünze und ein paar andere Sachen. Noch zwei Krypten zum Abhauen. Gut, das Rätsel hat Xalabar ja für uns zum Glück gelöst. Also ja, ich habe jetzt die Steinzunge einfach mal mitgenommen. Hier liegt totes Mammut oder ein toter Elefant und das hier ist ein Riesenbrunnen. Also ja, die Hebel will ich umlegen und ich lese das jetzt hier nicht jedes Mal vor.
So, das war Xalabas. Rätsel. Also das, was Xalabar bereits gelöst hat. Jetzt gucken wir mal bei dem hier. Jetzt den Hebel mal umlegen. Dann den Hebel mal umlegen. Den umlegen. Den umlegen. Den umlegen. Den umlegen. Jetzt ist alles bis auf die Mitte gefüllt. Das war nicht ganz so das, was ich gedacht hatte. So, jetzt sind wir an dem Punkt. Das heißt, wir können jetzt genau dasselbe machen wie beim ersten Rätsel. Sehr schön. Zwar nicht genau, was ich vorhatte, aber es hat geklappt. Gottesträne. Doch eine Gottesträne. So. Ja, schleicht er den Wächtern vorbei. Versucht er den Achtet Wächtern auf die zu. untoten Wächter im Raum südlich von hier. Kommt ihnen nicht zu nahe. Wer waren diese Zerbiten? Sie waren ein Magierorden. Einer der größten. Dies hier ist eine von ihnen, die Heimfeste des Großmeisters Angtar, des Herrn der Ich ein erst als er sei sie er jen Und sein Name? Recht so. Oh. Mist. Ich dachte, wir können das nochmal wiederholen. Deswegen habe ich jetzt alles übersprungen. Was hat es mit den Wächtern auf sich, von denen ihr spracht? Sie sind äußerst mächtig und gefährlich. Achtet darauf, dass sie euch nicht entdecken. Ich werde mit Ihnen schon fertig. Täuscht euch nicht. Ihr könnt sie nicht auf gewöhnlichem Weg bekämpfen. Gibt es denn keinen Weg, sie zu vernichten? Sie bewachen 9 Kisten. Vielleicht solltet ihr euch diese näher ansehen. Okay. Sorry, da habe ich jetzt gerade Story übersprungen, weil ich dachte, es wäre dasselbe Gerede wie. Oh, da sind viele Skelette drin, die aber nicht stark sind. Ich hätte vorher speichern sollen. Oh, da kann ich jetzt noch mal fragen. Nein. Tut mir leid. Ich dachte, ich könnte das wiederholen, die Frage. Ich dachte nämlich, sie sagt das gleiche wie das, was sie in. Oh ja, gehäutete Wächter.
Gut. Was sagt die Truhe? Die Truhe ist durch ein rotes Schloss gesichert. Okay. Mal gucken, dass kein Wächter in der Nähe ist. Rotes Schloss, okay. Die Truhe ist auch durch ein rotes Schloss gesichert. Okay. Lauf jetzt bloß nicht nach unten. Spinnengrube, okay. Wir können auch übrigens noch hier oben lang gehen. Wenn ihr an den Spinnen nicht vorbeikommt, sucht einen anderen Weg. Jede Menge Menhire. Mal gucken, was hat der Mann hier eigentlich an dem Tor zu sagen. Also nein, Mist sagt der Mann hier nicht. Was sagt der Mann hier? Der Mann hier ist eine Mulde eingelassen, okay. Findet der Mittel, um den Eingang in die Halle der Toten zu öffnen. Ich will noch wenigstens gucken, was im Norden ist. Dann speichern wir mal wieder, es wird Zeit. Also ja, die Uhrwerkhallen sind ein cooler Rätsel, eine coole Rätselmap. Ah. Dunkelelfen-Titan. Zwergentitan, also Titanen sind hier auf jeden Fall drin. Aber auch der Ort, wo ich den Mann hier berühren, nein. Wo ich dann Anktar beschwören kann. Den kann ich ja schon mal reinpacken. Statt ihr hier. So. Schütze und Kämpferin, oder? Das sage ich auch nicht, nein. Aber gut, jetzt speichern wir erst einmal.
Und dann gibt es einen kleinen Cut. Also, bis gleich.